bevor es losgeht. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr diesen Channel abonniert und sämtliche Produkte in diesem Channel, ta-da-da-da, gibt's auf hensler.shop. Los geht's. Ja. Hensler schnelle Nummer. Heute gibt es eine, wie soll ich es nennen, Krakauer Bratwurstpfanne mit Karotte und Laugenstange. Richtig lecker. Zuerst dafür, hier, geschälte Karotte in dünne Scheiben schneiden. Die Karottenscheiben, wen überrascht es, in einer Flocke Butter anbraten und garen. Während die Karotten braten, jetzt hier Krakauer und Bratwurst zusammen herunterschneiden. Was auch reinkommt heute, haben wir hier Liebstöckel, Maggikraut genannt. Also intensiver Geschmack. Und wie ich die Laugenstange schneide, das zeige ich gleich. 2 Minuten sind um, Karotten haben ein bisschen Farbe bekommen. Was jetzt dazu kommt, unsere geschnittene Wurst. Und hier habe ich einfach nur geschnittenen Porree bzw. Lauch jetzt mit dazugeben. Und was man jetzt macht, Hitze ein bisschen erhöhen. Ja. Und dann würde ich sagen, locker 3-4 Minuten jetzt bei hoher Hitze das Ganze mal richtig schön braten. Soll ja auch eine Bratwurstpfanne sein. Währenddessen jetzt hier die Laugenstange in dünne Scheiben schneiden. Und Liebstöckel, zeige ich euch gleich hier, bisschen gröber auch herunterhacken. Ich fand, das war zu wenig Butter, deswegen ist hier nochmal eine Flocke reingeflogen. Wir brauchen tatsächlich, bei so einer Pfanne braucht man einfach ein bisschen Fett. Jetzt kommt dazu unsere Brotscheiben, die jetzt so ein bisschen mitbraten, ein bisschen das Fett auch aufsaugen. Kräftig pfeffern das Ganze. Beim Salz ein bisschen vorsichtig sein, weil natürlich die Wurst per se schon sehr würzig ist. Jetzt das Ganze noch mal so ungefähr 2 Minuten zusammen in der Pfanne lassen. Dann kommt noch süßer Senf dran, Liebstöckel und dann wird probiert. Jetzt kommt der Feinschliff, Liebstöckel, jetzt süßen Senf. Da könnte ruhig ein bisschen großzügiger sein, weil die Wurst hat ja schon, ist sehr würzig und aromatisch. Ja, hier schön abglänzen jetzt mit dem Senf. Oh, das riecht geil. Dann würde ich sagen, auf dem Tisch eine Korkmatte oder einen Lappen, Pfanne und guten Appetit. Guck mal, das ist doch geil, so ein Ding in der Mitte. Schönes Bierchen dazu. Oh, schön Sportschau glotzen, ne? Und Bratwurstpfanne. Guten Appetit. geil, lecker. Einfach Pfiffe. Für die Bratwurst Krakauer Pfanne für 2 Personen braucht ihr je eine Bratwurst, eine Krakauer, 2 Esslöffel Butter, eine halbe Stange Lauch oder Porree bzw. Porree, 2 Karotten, kleines Bund Liebstöckel, eine halbe Laugenstange, 2 Esslöffel süßen Senf, Salz, Pfeffer. Noch mehr Informationen über die schnelle Nummer und alles rund um die schnelle Nummer findet ihr auf hensler-schnelle-nummer.de. Viel Spaß!